im kritischen Treffer wirklich schon tot ist. Nicht so wie jetzt. Weil ich halte so viel aus, deshalb kann ich das ja auch machen. Würde ich weniger aushalten, könnte ich den Taktik gleich vergessen, so durchzurennen. Und ich habe schon ein Geheimnis gesehen. Da vorne. Ja, sieht man, ist so schön orange. Komm mit. Werden wir uns natürlich, ich glaube, am Ende anschauen vom Let's Play. Ich weiß auch gar nicht, wie lange es noch geht. Ah, Hühner. Das war auch knapp. Bisschen zur Ruhe kommen. Okay, nun geht's los. Sehr gut. Und gleich wieder in Deckung gehen. Ist da auch wer? Nein. Aber da läuft wer. Okay, komm her. Ja, sehr, sehr schön. Zack. Habe ich auch noch wen gesehen jetzt. Sind sie schon auf Vorsicht? Ach, da ist die letzte Stellung. Das letzte Geschütz. Wie er auf die Entfernung halt mich so gut sehen kann. Gut, da habe ich dich erwischt. Was? Ich habe nur den Helm weggeschossen. Ja, jetzt aber. Gleich mal ein ordentlicher Treffer noch. Man kann hier einfach so schön unfair spielen. Wo ist er? Ah, da. Das meine ich. Ja? Hey, er ist weg. Oh. Geht das? Moment. Naja, nicht so gut. Noch wer hier? Ne? Keiner? Hühner. Hier auch nichts? Nein, nein. Ja, dann geht's zur letzten Position. Razor 6-4 ruft Mother 2, kommen. Der Luftraum ist sicher, der Hubschrauber kann kommen. Rücke jetzt zur Landezone vor. Bestätigt. Geben Sie Bescheid, wenn wir den Hubschrauber reinschicken sollen. Ach ja, ich denke, dann werde ich das auch noch machen. Dorthin gehen. Sterbe ich jetzt? Ich mag keine Leitern. Ah, okay, das sieht komisch aus. Ich finde es ja toll, dass man die Füße sieht. Es ist auch nicht in allen Spielen so. Muss man schon mal loben. Ist ja auch schön, das Spiel, finde ich eigentlich. Optik. Hey, da ist ein Krokodil. Komm, bleib hier. Krokodil. Das will mich ja nicht mal fressen. Damit hatte ich jetzt eigentlich gerechnet. Krokodil. Na komm, bist du da hinten? Nein? Schade.
dass es jetzt weggelaufen ist. Weggeschwommen. Ich bin mir nicht so sicher, ob es schlau ist, dem nachzuschwimmen mal. Speichern. Speichern. Natürlich. Rein ins Vergnügen. Ich sagte rein ins Vergnügen. Sag bloß, hier ist die Map aus. Ganz schlecht, ich kann hier nicht mal weiter schwimmen. Naja, das gefällt mir zum Beispiel dann nicht. Das ist noch ein Krokodil. Komm schon. Keine Krokodile mehr da. Schade. Habe ich zu spät gesehen. Ist hier ein Krokodil? Nein. Schade. Wirklich schade. Oh, Wasserfall. Der sieht schön aus. Der sieht wirklich schön aus. Macht nur ein bisschen wenig Geräusche, finde ich. Und wenn man im Wasser steht, geht's weg. Aber auch Nebel. Da rennen wir. Nicht mehr weit. Und hier ist eine enge Schlucht. Und da holt er uns ab. Mysteriös. Genauigkeit, ja, 53 von 70%, recht weniger Sniper, Kopfschüsse 22, Kills 45, Geheimnisse 2 von 3, benötigte Zeit 30 Minuten, 44 Sekunden, fortfahren. Yay. Neues Geheimnis gefunden, natürlich. 2. Die Bedrohung durch die Luftabwehr wurde ausgeschaltet. Razor 64 arbeitet sich zum Evakuierungspunkt vor und meldet sich über Funk, sobald der Hubschrauber kommen kann. Okay, schauen wir uns noch die Sequenz an. Ja, man hat ja deutlich gesehen. Oh shit. Oh. So viel dazu, den Hubschrauber über Funk zu rufen. Sein Funkgerät ist runtergefallen. Bei diesem waghalsigen Sprung. Der mal wirklich heftig war. Hey, ich habe wieder alle Messer. Sehr schön. ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Te diré. Los presentas y me das un paquete de cigarrillos. ¿Qué me dices? Y ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. No te imaginas la cara que puso. Y ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. No te imaginas la cara que puso. Suéltes. ¿Cómo te mira? Ya te digo. ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Te diré. Los presentas y me das un paquete. Und du haltest euch ruhig weiter. ¿Qué me dices? Y ella dice, kommt unauffällig rüber. Hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. No te imaginas la cara que puso. Okay. Der Schlau ist einfach über die Brücke zu laufen. Das wird sich auch noch zeigen. Da ist schon mal ein Gegner. Da ist ein Tank. Könnte sein, der explodiert, wenn ich drauf schieße. Versuchen kann man es ja mal. Tut sich nichts. Na komm. Danke. Gut, das war jetzt mal ohne Atemanhalt.
Ah, da. Toll. Wohin der halt zielt? Der Gegner. Wir laufen hier so rein. Kein Problem für uns. Nee, nee. Kann ich nicht durchs Holz durchschießen? Ich dachte es. Scheint aber nicht so zu gehen, wie ich dachte. Nun gut. Aber wir kommen ja hier durch. Kommen wir auch hier rein? Ja, natürlich. Machen wir mal Nahkampf. Sehr schön. War sehr schwer. Und hier Medizin. Wow. Kann auch sein, es ist ein Güllewagen oder sowas. Schaut mir eher aus nach einem Güllewagen. Ja, ein Güllewagen explodiert vielleicht nicht so schnell. Nicht so, wie man sich vielleicht denkt. Naja, ich denke mir immer Gülle wegen explodieren. Nee, Spaß. Wo ist er denn hin? Mein kleiner Freund. Bleib doch stehen, lauf nicht weg. Was wird das jetzt? Bleib stehen. Ja. Infiltrierungsarbeit einfach gemacht. Hoi. Wie wir einfach fast unsterblich sind. Also ich wundere mich schon.